Willkommen zurück im vielleicht letzten Part von The Book of Unwritten Tales 1. Und wir haben das Telarion. Das ist das Telarion. Der Erzmagier hat es mir gegeben. Es ist der große Bruder von Wilbos Amulett, wie der Erzmagier es nannte. Damit sind Reisen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit möglich. Sehr cool. Erinnert mich irgendwie an Hermines Zeitumkehrer. Genauso praktisch, würde ich sagen. So, daher brauchen wir nicht mehr zurückgehen. Wir gehen hier entlang. Und schauen jetzt mal, was wir mit Ivo machen können. Bei unseren letzten Schritten. Zum Glück sind hier keine Wachen. Weiter. Wir gehen nach oben. Wir müssen was tun, Captain Nate. Was denn? Es ist zu spät. Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Nur, dass es das nicht ist, ne? So, weg ist die Wache. So macht das Ivo. Ganz einfach. Was? Psst, später. Los, berührt beide das Amulett. Bis gleich. Damit tun. Was du damit tun würdest, wissen wir. Was machen wir als nächstes? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Vielleicht wartet hier irgendwo noch ein anderes Abenteuer auf uns. Warten wir es ab. Das war's mit The Book of Unwritten Tales. Und ich denke, jetzt kommt noch voll der Part. Aber nein, das war schon das Ende. Schneller als gedacht. Ich dachte, ich müsste noch irgendwie eins der letzten Rätsel lösen. Nein, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ich liebe The Book of Unwritten Tales. Echt so lustig. Es gibt echt nicht so viele Spiele, glaube ich, wo man immer so wirklich lachen kann. So manchmal sind die Witze einfach zu blöd und flach. Aber die haben es einfach drauf. Total cool. Und ich mag den Humor einfach total gerne. Und wenn man halt so viele Spiele oder Filme, Serien oder manches halt kennt, dann verbindet man es halt auch und versteht die Witze. Und ja, das finde ich schon ziemlich cool. Die Rätsel haben es auch hier und da in sich, aber sind noch lösbar gewesen. Es sei denn, man hat halt vergessen, irgendwie jemanden noch anzusprechen, aber das war ja nur am Ende irgendwie so. Und ja, ansonsten hat es echt Spaß gemacht. Dann auch noch so diese Verstrickung miteinander. Später gab es ja dann bei das schwarze Auge und es erinnerte mich dann so von dieser Rätsellogik sehr daran. Aber The Book of Unwritten Tales ist ja schon viel, viel älter und deswegen finde ich, hat es eigentlich überhaupt nichts an seinem Charme verloren. Es gibt noch The Critter Chronicles oder so nennt sich das. Das ist das nächste Spiel, was rauskam von dieser bisherigen Trilogie. Da geht es dann um Nate, der versucht mit seinem Vieh, oder wie die sich, glaube ich, kennengelernt haben, wie es überhaupt dazu kam, dass Nate das Vieh bei sich hat. Was ich auch sehr cool finde, aber die kenne ich nicht, die Spiele. Das wären dann Blind-Projekte. Da kenne ich auch gar nicht mehr in Erinnerung die Rätsel oder so. Und das nächste wäre dann The Book of Unwritten Tales 2. Das ist noch gar nicht mal so alt.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt genau. Ich glaube, 2, 3 Jahre oder so vielleicht. Und auf das freue ich mich eigentlich auch schon total. Ist auch zufällig gerade im Angebot bei Steam. Bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es mir holen soll, weil ich mir halt auch vorstellen könnte, dass ihr gerne noch anderes seht als The Book of Unwritten Tales. Aber es würde natürlich passen, zumindest demnächst irgendwie in den nächsten Monaten die nächsten Teile zu spielen, dass man nicht immer so ganz raus ist. Aber ich fange immer so viele Reihen an und Final Fantasy und andere warten auch noch. Und ja, so, die Liste ist sehr lang von den Spielen, die man immer noch aufnehmen muss. Aber es macht dafür sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch genauso gut wie mir gefallen. Dann ist das hier halt eben ein sehr kurzer Part. Ich nehme euch aber die Credits nicht weg, weil die auch sehr schön sind. Hier die Zeichnungen im Hintergrund, also die Artworks. Ist auch immer sehr schön. Poster-Artwork Florian Biegel. Manuel Arthur Schlenker. Jan Tensen, Lead-Tester Ole Böttcher. Ja, das Spiel ist deutsch. Und ist auch, ich weiß gar nicht, ob es in Hamburg produziert wurde oder ob das in Bremen war, wo das Spiel produziert wurde. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ist auf jeden Fall sehr norddeutsch, das Spiel. Und das macht mich natürlich umso mehr fröhlicher irgendwie, da ich aus dem Norden komme. Ja, was kann ich noch sagen? Man hat mit verschiedenen Charakteren immer gespielt, Ivo, Wilbur und Nate. Ich weiß gar nicht, wen ich am liebsten mochte. Ich finde, sie hatten alle ihren Charme. Aber so am witzigsten fand ich eigentlich Nate und Ivo. Und vor allem auch am Anfang mit dem Mortimer-Vieh. Das war halt sehr irre komisch. Also sind schon echt sehr lustige Stellen drinne. Ja, und dieses Spiel wollte ich euch nicht vorenthalten. Es tut mir ein bisschen leid, dass es so lange gedauert hat. Durch die Zeit, wo ich dann immer mal pausiert habe zwischendurch. Aber ich habe es versucht, jetzt zumindest gegen Ende richtig durchzuziehen. Und hoffe, dass die nächsten Spiele dann halt auch weiter flüssiger laufen. Ihr seht ja dann, wo und wie es weitergeht, mit welchen Spielen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiter dabei bleibt. Ich bin jetzt still und ihr könnt den Abspann genießen. Falls noch was kommt, dann freue ich mich drauf. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, vielen Dank für jeden Daumen hoch und bis dann. Grüße. Tschüssi. Hallo, Wilbur? Ich höre doch deine Schritte. Hallo?